gekommen sind und auch denen, die uns dann über das Internet zuschauen. Quasi modo genitiv heißt dieser Sonntag, wie die neugeborenen Kinder. Und er fragt uns, wie und wo wir in unserem Leben das Alte, das Schwere hinter uns lassen können, um Neues zu beginnen. Der Wochenspruch, die kommende Woche eher, gibt uns ein Hinweis. Im ersten Petrusbrief heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ja, das ist die Hoffnung, aus der wir leben. Dass der Tod sicher eine Grenze ist, aber hinter dieser Grenze wartet die Ewigkeit. Und wir hoffen, dass diese Gewissheit, diese Zusage auch schon hier und jetzt in unserem Leben leuchtet und uns hier und da verwandeln kann. Weil es ist genau diese Hoffnung, die uns nicht untergehen lässt, sondern leben lässt. So geben wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes. Im Angesicht der Hoffnung, die trotz aller Finsternis da ist und leuchtet. Im Namen Jesu Christi, im Namen der Fantasie, die uns und anderen Menschen immer wieder neue Wege zu Gott eröffnet. Und im Namen der Kraft, die in Gottes Geist ihren Ursprung hat und uns immer wieder neu beginnen lässt. Amen. Du glänzt aus Gottes Herrlichkeiten. Du bist das Licht und bist der Quell. Vom Vater her von allen Zeiten, du Tag, du machst den Tag uns hell. Wir hören das Lied gesungen und gespielt von der Orgel. Ich kam in Jammer und Not, aber ich rief an.
Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr behütet die Unmündigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns beten. In den Tagen nach dem Wunder der Auferstehung für Jesus Christus hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, mit ihnen gegessen, getrunken, ihnen neue Hoffnung geschenkt gegen den Augenschein. Gott, so bitten wir dich heute, sei uns nah, lass uns dein Wort hören, deine Nähe spüren, schenke uns Hoffnung auf ein gelingendes und erfülltes Leben gegen allen Augenschein, gegen die Herrschaft des Todes in der Welt. Gott, wir bitten dich, erwecke uns aus Verzagtheit und Resignation zu einem Leben, das deiner Zukunft gewiss ist. Mach unser Leben neu und voll mit Freude, damit andere an uns erkennen, dass du die Welt zum Leben und nicht zum Tod bestimmt hast. Amen. Aus dem 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 9. Wer kann, möge dazu aufstehen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werde zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbart werde zu der letzten Zeit. Entschuldigung. Dann werdet ihr euch freuen, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf das euer Glauben bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Lassen Sie uns auf die Worte der Schrift mit dem Bekenntnis unseres Glaubens antworten und stehen bleiben, wenn es Ihnen möglich ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Such bei der Welt ein anderes Ziel, die Seligkeit zu finden.
und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, er steht im 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Dort heißt es: Jesus offenbarte sich abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihm: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht zu fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische drauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein, zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot, gibt es ihnen und desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Liebe Gemeinde, eine merkwürdige Geschichte, und was mir in den Sinn kam, war Berater. Jesus gibt Ratschläge, und auch wir leben ja in einer Zeit, in der es nur von Beratern in allen Variationen so wimmelt. Seuchenexperten, Politikberater, Wirtschaftsberater, Wettbewerbsberater, es gibt Berater aller Art. Kein Bereich des Lebens kommt anscheinend ohne Berater mehr aus. Eine interessante Entwicklung, seit Jahren zu beobachten, denn eigentlich schmeckt es uns ja gar nicht, wenn wir Ratschläge kriegen. Das fängt schon damit an, dass wir als Kind hören, man soll lieber feste Schuhe und eine Jacke anziehen, weil es draußen regnet, und geht bis hin zu den Vorschriften und dem Chaos in dieser Pandemie, wo zwischendurch ja auch die Sinnhaftigkeit und der Nutzen bestimmter Maßnahmen erklärt und dann doch nicht eingesehen werden kann. Kein Wunder, dass Menschen lieber mit den Augen rollen, wenn sie Ratschläge erhalten, und manchen Ratschlag oder viele Ratschläge einfach sein lassen, nicht hören, nicht danach handeln. Das Predigtwort für heute aus dem Johannesevangelium erzählt ja ebenfalls von einer Beratung und von Menschen, die einen Ratschlag hören und ihn annehmen können. Das Evangelium erzählt von sieben Jüngern Jesu, die an den See Tiberias zurückgekehrt sind. Dort hatte Jesus sie einst zu Menschenfischern gemacht. Jetzt müssen sie wieder gewöhnliche Fische fangen. Sie gehen wieder ihre Arbeit nach, fischen, alle zusammen, zurück in so eine Art Normalmodus, schweigend. Kein Wort darüber, über das, was passiert ist, über Karfreitag, das Kreuz, den Tod. Kein Wort über das Ende, über das Ende ihrer bewegenden Anfänge mit Jesus. Kein Wort über verloren gegangene Hoffnungen und Träume. Sie gehen fischen und ihre Netze bleiben leer. Obwohl sie die ganze Nacht gefischt haben. Ganz nüchtern stellt Johannes, der Evangelist, das fest. Auf den ersten Blick eine kleine Randnotiz zieht, steht alles hinter dem Ansatz. Sie finden nichts. Vergebliche Mühe, Ärger, Enttäuschung, Wut. War doch schon die Sache mit der Nachfolge Jesu nicht der große Wurf gewesen. Sie hatten ja sein Scheitern am Kreuz miterlebt. Nun gelingt noch nicht mal mehr die Rückkehr in das alte Leben. Sie
wieder im Morgengrauen, in der Dämmerung, wie am Ostermorgen. Simon Petrus und die anderen, sie erkennen nicht, dass es Jesus ist, aber er weiß, wer sie sind. Und es entwickelt sich ein kurzes Gespräch, an dessen Ende Jesus den Männern den Rat gibt, werft das Netz doch zur rechten Seite des Bootes aus und werdet ihr finden. Mich erinnert dieser Satz an ein ähnliches Wort, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, suchen, so werdet ihr finden. Da geht es um mehr als um ein paar Fische, es geht um den richtig großen Fang, vielleicht den größten Fang, den wir Menschen überhaupt machen können. Und das finde ich das Bemerkenswerte an diesem Ratschlag, den Jesus den Leuten gibt. Die Jünger rollen nicht mit den Augen, die sagen nicht, glaubst du nicht, das hätten wir schon versucht. Ja, lass die anderen mal reden. Nein, tun sie nicht. Da winkt niemand ab und packt still zusammen. Die Männer werfen das Netz einfach auf der anderen Seite des Bootes aus, wie der Fremde gesagt hat. Sie nehmen seinen Rat an. Vielleicht, weil sie sich gedacht haben, ein Versuch ist es wert. Und ehe sie sich versehen, ist das Netz zum Zerreißen voll. Dadurch werden ihnen die Augen geöffnet und sie erkennen auf einmal, es ist der Herr. Petrus wirft sich ins Wasser, schwimmt ans Ufer, um als Erster da zu sein. Ganz anders als die Geschichte vom sinkenden Petrus. Da versucht er ja auf dem Wasser zu laufen und er versinkt ins Bodenlose. Als Jesus ihn dann wieder herauszieht, muss er sagen, du Kleingläubiger. Ganz anders hier, mit dem Sprung ins Wasser dokumentiert Petrus seinen Glauben. Er zeigt, dass ihm klar geworden ist, Jesus Christus ist für ihn das rettende Ufer. Ein Sprung ins kalte Wasser. Ich finde, das beschreibt ganz gut, was die Jünger da machen und was Glauben sein kann. Glauben ist immer ein kleines Wagnis. Ein Sprung ins kalte Wasser hier und da. Denn wer an Gott glaubt, an Christus glaubt, der steht immer vor der Frage, bin ich überhaupt bereit, mich auf diese Gedanken des Glaubens einzulassen? Bin ich bereit, Gottes Ratschläge für mein Leben anzunehmen? Kann ich mich auch in schweren Zeiten darauf einlassen, an etwas zu glauben, was ich vielleicht nicht sehe und was vielleicht keine konkreten Auswirkungen für mich und für meinen Alltag hat? Kann ich mich darauf einlassen? Bin ich bereit zu glauben, auch wenn ich vorher nicht überprüfen kann, welche Folgen das für mein Leben hat? Ob ich den ganz großen Fang mache oder eben nicht? Viele verdrehen die Augen, wenn sie einen Ratschlag bekommen. Mehr als verständlich, finde ich. Ich möchte auch nicht immer ungefragt von allem etwas zu hören kriegen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, wenn wir nie bereit sind, auf das zu hören, was andere sagen, was von außen kommt, wenn wir das nicht akzeptieren können, dass auch mal andere anderer Meinung sind, nicht immer nur um mich selber kreise, also völlig beratungsresistent bin, nicht bereit bin zuzuhören, dann kann sich mein Leben auch niemals verändern. Nicht weiter verentwickeln, vielleicht ja sogar zum Besseren entwickeln. Es wird, und da bin ich ziemlich sicher, in jedem Leben Situationen geben, da brauchen wir die Stimme von außen. Da brauchen wir jemanden, der uns sagt, probier es doch mal auf eine andere Weise. Wirf das Netz doch mal zur anderen Seite aus. Sonst bleiben wir immer in unserem üblichen Denken und Verhaltensmustern gefangen. Und durch den Glauben, durch das Wort Jesu, durch das, was Gott mit seinen Menschen tut und was er ihnen verspricht, da werden uns ja nochmal ganz andere Maßstäbe und Kategorien gezeigt, als sie in der Welt üblich sind. Und dadurch, finde ich, kann sich unser Verhaltensrepertoire auch ändern, erweitern. Können wir die Vielfalt dieses Lebens besser verstehen und im Kopf und Herz auch beweglich bleiben. Wenn allgemein gilt, möglich sind die, die mit dem größten, mit der breitesten Schulter und den stärksten Ellenbogen durch die Welt laufen, dann sagt Christus, selig sind die vom Herzen, selig sind die Sanftmütigen. Wenn ich die Endlichkeit meines Lebens nicht wahrhaben will, gibt mir der Glaube den Denkanstoß, der uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wenn mich die Angst vor dem Tod zu zerbrechen droht, dann sagt Christus, fürchte dich. Ich lebe und du sollst auch leben. Oder wenn in diesen Tagen, die eigentlich ja ganz viel Gemeinschaft, Sinn und Zusammenhalt nötig hätten, immer noch so vielen unvernünftig und egoistisch unterwegs sind, dann kann die aufsteigende Wut an
durch Jesus vielleicht überwunden werden. Er sagt, liebet eure Feinde, segnet die, die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen. Oder anders ausgedrückt, ganz einfach, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das Elend in uns selbst und in unserer Welt wahrnehmen, dann dürfen wir uns jederzeit an die Worte des Auferstandenen erinnern, der gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Auch heute. Vielleicht können wir diese nachösterliche Episode, die heute unser Predigtext ist, als Beispiel nehmen. Sie lädt uns dazu, das Leben auch mal von der anderen Seite aus zu betrachten, nicht nur in den bekannten und ausgelatschten Farben zu gehen. Für die Jünger damals war diese Begegnung mit Jesus am See ein Neubeginn, so wie der Sonntag heißt, quasi Unbeginn, wie die neugeborenen Kinder. Vielleicht kann Ostern oder der Glaube für uns auch wie ein Neubeginn sein, wenn wir nicht aufhören, auf seine Ratschläge zu hören. Wenn wir nicht aufhören, an ihn zu glauben und von ihm zu erzählen, von Jesus, von diesem Mann, in dem Menschen Gott auf ganz neue Weise erlebt haben. Eine Weise, die das Leben verändern und den Alltag auch neu machen kann, sodass wir, wenn es an der Zeit ist, auch immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen können. Jesus Christus steht am Ufer und hilft mit Rat, werft das Netz zur anderen Seite aus oder hilft mit Tat. Die Jünger kommen an Land, das Kohlenfeuer erwärmt, die Hände, der Duft. Essens erwärmt das Herz. Jesus hat das Essen vorbereitet. Er weiß, was Not tut, er gibt, was sie, was wir brauchen. Dann reden sie vielleicht über Hoffnung und Träume, lachen, vielleicht ein Osterlachen. Dann gehen sie weiter in einem neuen, anderen, normalen Modus. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung. Herrlicher Tag, o fröhliche Zeit.
Gott, mit unseren Mühen kommen wir zu dir. Bei dir legen wir ab, was uns das Leben schwer macht. Sieh unsere Sorge. Wir bitten dich. Entzünde neu das Feuer deiner Liebe an allen Orten, in allen Herzen, die gerade kalt und düster sind. Wir bitten dich um Brot für die Welt und um Frieden bitten wir dich. Wir bitten dich für alle, die krank sind oder den Tod vor Augen haben. Für alle, die geschunden, geschlagen oder gefangen sind. Für alle, die dein Licht nicht sehen können oder wollen. Für alle, die auf dich warten. Zeige dich denen, die deiner bedürfen. Öffne ihre Herzen zu dir hin. Lass uns dein Licht sehen, das stärker ist als alle Dunkelheit und uns mit Hoffnung und Freude erfüllt. Lass uns aus der Fülle deiner Liebe weitergeben und auf dich vertrauen, der du als Auferstandener mitten unter uns bist. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bitte lesen.